So, wie ihr seht, habe ich das Ganze jetzt hier angeschlossen. Einmal mit dem HDMI, mit der Verlängerung hinten an den PC-Monitor. Einmal so mit dran. Dann ist hier das USB-Kabel. Das geht zur Stromversorgung hier um die Ecke erstmal. Und dann erstmal per USB groß angeschlossen eine USB-Maus. Ihr könnt dann natürlich auch, wenn ihr keine USB-Maus habt, eine Tastatur über Bluetooth oder eine USB, eine Bluetooth-Maus anschließen, das geht auch. Oder auch hier einfach eine Bluetooth-Maus, die man dann über USB später mit Verbindung reinknippern kann. Also sprich, so, auch auf USB. Ist ja auch egal, soweit erstmal, ne? So, jetzt gucken wir uns das Ding an. Wie starte ich das? Indem ich einfach jetzt hier klicke und dann drücke ich hier drauf. Und dann fährt er sich hoch. Das sieht normalerweise anders aus. Er hat sich jetzt gerade gestartet. Ich stelle die Kamera jetzt einfach mal hier so mit drauf, damit ihr das hier mal so ein bisschen verfolgen könnt. Startbildschirm. Seht ihr hier, es gibt Standby und es gibt den Reboot-Modus. Wie beim PC auch, kann das Ganze natürlich auch nochmal neu gestartet werden. So, das machen wir jetzt an der Stelle erstmal. Dann seht ihr nochmal, wie das Ganze aussieht, wenn er sich hochfährt. Google TV. So sieht das dann aus. Dann funktioniert das Ganze und dann zeigst du mal, was du so kannst. Ich habe jetzt schon mal eine WLAN-Verbindung hergestellt und eine, also das Sign-In bei Google Play gemacht, damit wir direkt mal loslegen können und erstmal schauen können, was man mit dem Ding so alles anrichten kann. Also per USB-Maus ist das Ganze schon mal geglückt. Steuerung funktioniert so, links gedrückt halten, nach links ziehen oder nach rechts ziehen. Dann kann man das Ganze so gestalten, wie man möchte. Als erstes stellen wir erstmal die Sprache nochmal ein. Das geht einfach mit dem Scrollrad hier, wie man das so sieht. Ist also wirklich nicht weiter schwer gemacht. Dann gehen wir auf Language und da gehen wir dann erstmal auf Deutsch drauf, damit jeder erstmal weiß, worum es geht. So, haben wir das schon mal gemacht. So, jetzt sind wir drauf. Deutsch überall. Können wir gucken, Einstellungen. Was haben wir jetzt hier? Wie gesagt, Bluetooth ist auch schon an, habe ich aber noch nichts verbunden. WLAN-Verbindung steht erstmal. So, was haben wir jetzt hier? USB-Gerät, Connect to PC. Das wird dann wahrscheinlich mit Festplatten-Host-Modus laufen, denke ich mal. Weiß ich jetzt nicht genau. Hier können wir einstellen, selbstverständlich den Hintergrund mit Live-Hintergrundbildern. Das Übliche also, was man so Gutes gebrauchen kann. Gucken wir uns das Ganze mal an. Läuft wunderbar flüssig und sieht super aus. So, dann wollen wir den noch gleich mal ein bisschen vorbauen. Nehmen wir das gleich mal als Hintergrund. Screenshot Settings. Ich glaube, dass er dann hier direkt aufzeichnen kann. Ich weiß jetzt nicht. Achso, eine SD-Karte habe ich ja nicht drin. Ah, hier. Okay, jetzt müsste das hier oben angezeigt werden. In der Statusbar. Ach, hier unten. Ist das jetzt nur der normale Screenshot Setting? Ah, gut, okay. Also nur Fotos schießen. Keine Videoaufzeichnung, wie ich das bei dem Tablet von Ares Park gemacht habe. Dann, was haben wir sonst noch hier unten? Selbstverständlich über das Tablet. Also es ist als Tablet ausgegeben, der Stick. Die Infos, gucken wir hier mal. Alles unbekannt, läuft seit 2 Minuten. Ist alles soweit erstmal interessant. Kann man aber nicht weiter mit anfangen. Also hier ist es doch. Systemupdates kann man hierüber überprüfen, ob es das gibt für dieses Ding. Tja, soweit gibt es jetzt hier erstmal nichts zu sehen weiter. Wir können hier, also ihr seht das hier, ne? Also ich brauche bloß mit dem Mauszeiger rübergehen und die Scrollleiste bewegen, dann funktioniert das schon. Speicher, wie viel haben wir denn überhaupt hier drin? Für Apps ist schon was verbraucht, 1,6 GB verfügbar. Gesamtspeicher wären 4 GB. Das ist also hier noch 3,9 GB verfügbar. Das ist doch schon mal was. Und ich glaube, wie gesagt, bis zu 32 GB, vielleicht auch 64 GB. Per SD-Karte, das wäre schon mal sehr cool. Das ist dieses Screen-Setting und Bluetooth hatten wir jetzt auch schon. Dann gehen wir mal direkt drauf, was wir hier so mit machen können. Videos werden ja bestimmt nicht drauf sein, das habe ich mir so gedacht. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Ach so, wie funktioniert das jetzt hier? Moment, ach gucke, muss ich einfach so, dann klicke ich wieder und dann komme ich hier aus dem Menü raus. Und wenn ich jetzt hier auf die Seiten gehe, meinetwegen da. Oder ich mache das jetzt einfach mal per Mausklick, geht einfach mal ein bisschen schneller. Also es klappt ruckzuck, da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen, dass das Ding langsam ist. Kommt natürlich aufs WLAN an, aber die Prozessoren laufen ohne Probleme. Also wie gesagt, einwandfrei, kann man nicht weiter meckern. Tja, was könnten wir denn jetzt hier mal, ich will bloß mal ganz kurz sehen,
Wir haben jetzt hier den Browser-Modus, das ist klar. Wir haben jetzt noch nicht die YouTube-App. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Ganze hier vom Ton erstmal ein Stück weiter runter machen. Und das Ding läuft auf jeden Fall, ohne Probleme, im Browser. Also YouTube kann genauso genutzt werden wie auf dem Tablet auch, wunderbar. Die kann man einfach wieder wegklicken. Hier sieht man aber nicht, wie viel RAM man frei hat. Hier ist der, ach ja, das gespeicherte XBMC. Was ist denn das? Kenne ich ja gar nicht. Ist das was zum Bearbeiten, die App, oder was soll das sein? Gucken wir doch mal. Irgendwas hat er jetzt. Ach, guck mal einer an. Das ist hier direkt für den Fernseher. Alles klar. Das passt ja sehr gut. Wenn wir jetzt auf Musik gehen, dürfte ja nichts drauf sein. Ne? Ich denke mal, weil ich ja das Ganze hier auch nochmal über das Telefon steuern kann. Ja, siehst du, dann kann er mir durchsuchen, wo gibt es hier Musik und wo kann er hier mir sonst noch was anbieten. Videos und so. Das ist also hier, wer keinen Smart TV hat, der kann seinen Fernseher so als Smart TV aufrüsten. Und also muss ich das jetzt hier raussuchen oder was ist los? Ja, muss ich durchsuchen mir das ja sonst nicht hier. Muss ich jetzt hier drauf gehen? Nee, auf Download auch nicht. Irgendwo hat er das dazwischen gespeichert mit den Screenshots und zwar da. So, und dann zeigt er mir, kann ich hier reinzoomen? Was denn jetzt? Ach, jetzt habe ich die Diashow angemacht, wie man hier so sieht. Jetzt haben wir immer nur ein Bild. So, und dann haben wir das Ganze schon wieder erledigt. Von oben nach unten ziehen, zack, dann komme ich hier wieder raus. Kann das Ganze dann wieder wegziehen. So, dann ist das schon mal geschafft. Play Store. Jetzt gucken wir doch gleich mal, was man hier so machen kann. Also es ist wirklich mit einer Maus ruckzuck zu schaffen hier. Jetzt gehen wir mal hier drauf. CPU-Z. Suchen wir mal raus. Denn ich will ja mal wissen, was hat das Ding überhaupt drin. Das links hier. Installieren bitte. Akzeptieren. Das Ganze wird heruntergeladen. 1,14 Megabyte. Nicht das Problem. Braucht einen Moment, bis er das jetzt geladen hat. So. Okay, da hat er es dann schon geöffnet. Wunderbar. Machen wir es mal hier auf. So, da sehen wir es. Okay. Also keine 1,3, sondern 1,2 Giga. Nee, 1,4 sogar. Hat er etwa 1,5? Bin mir jetzt gar nicht so sicher gewesen. Stressen wir den mal ganz kurz. Bis 1,6 sogar. Alter Schwede. Also 816 bis 1,6 Gigahertz. Halleluja. Das ist natürlich nicht schlecht. Also wenn man überlegt, das Pomp hat 1,2. Von Arespark das Quad-Core 1,3. Das ist schon mal nicht schlecht, aber hier 1,6, das ist das schnellste, was ich bisher hier habe. Und dann gucken wir mal hier, was wir hier so drin eingebaut haben. Der Rockchip, das wurde ja schon auf der Packung erklärt, mit Android 4,4.2. Ist hier noch irgendwas? Ach, guck mal hier, Screen Size 10 Zoll, na gut, das passt nicht ganz. Aber 22 Zoll Bildschirm tut es auch, das kann der jetzt ja nicht erkennen. Der ist halt auf 10 Zoll ausgelegt, macht aber weiter gar nichts. RAM haben wir 2 GB, also 1,8 GB hier, aber wird ja als 2 deklariert. Interner Speicher 2 GB, verfügbar 1,5 GB. Cooles Teil, Root Access, Root-Rechte werden auch wieder gegeben. Batterie gibt es natürlich nicht, die kann er nicht erkennen, weil keine da ist. Das ist ja wie gesagt nicht eine eingebaute, sondern wir machen das Ganze ja über das Netzteil, Gravity-Sensor, Kompass, naja, ob das jetzt hier alles eingebaut ist, denke ich mal nicht, weil er zeigt es ja sonst nicht weiter an, wäre ja Quatsch. So, wieder zurück. Also wie gesagt, Auslastung ist perfekt, kann man nichts weiter zu sagen. Ideal, das Ding. So, dann können wir jetzt wieder zurück in den Play Store nochmal rein. Batteriemodus und sowas brauchen wir ja gar nicht überprüfen, aber wir könnten jetzt hier zum Beispiel mal Benchmark eingeben. Wenn ich jetzt wüsste, jetzt fällt mir gerade Benchmark, wie heißt er denn, Mann? Halt! Ja, genau, Benchmark, wie heißt es denn jetzt? Mir fällt jetzt gerade der, ja, Antutu, genau der war's. Den wollte ich doch hier mal drüber jagen. Und dann ziehen wir uns das Ding nochmal schnell runter hier. Und links müsste wieder angezeigt werden, wie lange es dauert. Da steht's noch 49 Sekunden. Für Telefon entwickelt, dafür funktioniert es dann genauso gut. Das können wir ja dann im Hintergrund so lassen. So, wir gucken. Na nun. Ach, guck mal, jetzt wenn ich nach oben scrolle, geht es nach unten. Jetzt ist hier umgedreht irgendwie.
Macht er nicht. Sehr komisch. Macht aber überhaupt gar nichts. Den können wir ja trotzdem so lassen. Achso, man kann die Leiste hier unten, seht ihr glaube ich gar nicht, kann man verschwinden lassen. Aber das brauchen wir ja jetzt im Moment nicht. So, damit der aber auch nicht verfälscht, der Test, machen wir hier nochmal ganz schnell das Display-Ding rüber. HDMI-Modus habe ich gar nicht gezeigt. Kann man verschiedene Auflösungen wählen, bis zu Full HD mit 60 Frames. Ziemlich genial. Daydream-Uhr hat man auch drin. Da kann man sich mit Fotorahmen und Farben abwechseln lassen. Also auch ziemlich gut. Schriftgröße ist auch auf groß. Output-Interface ist HDMI, logisch, mehr gibt es ja gerade nicht. Ausrichten des Screens kann man alles auch noch machen, aber ist alles vollkommen okay. So, gehen wir weiter zurück. Hintergrund mache ich mal aus der Galerie. Okay, nicht aus der Galerie, Quatsch, sondern von den Hintergrundbildern. Machen wir mal gleich das erste wieder rein hier. Hintergrund festlegen. Zack, ihr seht, es ist schon fertig. Der Antutu Benchmark Test ist bereit zum Starten. Und jetzt lassen wir das Ding einfach mal durchlaufen. Mal sehen, was da so bei rauskommt. Wie lange der Test so dauert. Bei 1,6 müsste das ziemlich rockig gehen, so wie der Rockchip halt so ist. Mal gucken, was bei rauskommt. Guck mal an, der springt direkt von 1 auf 3%. Darum im Hintergrund soll nichts weiter großartig laufen. Da steht nochmal als Hinweis, genau, wenn ihr einen Quad-Core habt, dass die meisten Apps sowieso nur einen CPU-Kern nutzen können. Das heißt, manche, die 4x1 GHz haben und sagen, Mensch, ich habe doch einen Quad-Core drin, der funktioniert trotzdem nicht so gut. Das liegt an der Stelle natürlich daran. Das ist das Lustige daran. Also auch hier bei 1,6 GHz mal 4, da zählt halt in den vielen Apps 1,6 GHz und das ist schon dolle schnell. Das ist schon, kommt schon fast an die 1,9 GHz vom Samsung Galaxy S4 ran. Schon ultra okay. Dann werden wir einfach mal gucken, wie man hier so 3D-Spiele zocken kann. Das interessiert mich ja dann auch mal. Aber da werde ich dann nochmal ein paar externe App-Reviews für machen. Das zieht sich sonst wahnsinnig in die Länge. Aber es ist schon ziemlich cool, was man hier so alles mitmachen kann. Und irgendwo muss ja die Screen-Record-Funktion noch geben. Ich denke mal, bei 1,6 GHz müsste das kein Problem sein. Ich fasse den mal an jetzt hier so einen Moment. Der wird... Ja, wird normal warm wie das Telefon hinten auch, wenn der Prozessor gut am Arbeiten ist. Dafür hat er ja auch die Lüftungsschlitze und keinen aktiven Kühler. Ist wahrscheinlich auch, bis auf das Android-Betriebssystem, ein guter Vergleich zu dem Raspberry Pi, wie auch immer man das nennen soll. Denn, ne? So, jetzt kommt eigentlich nochmal ein 3D-Modus, oder was ist los? Bildschirmkabel prüfen, was ist denn los jetzt hier? Ich hätte gern mal eine Bildausgabe gehabt. Was ist da los? Was hat er für ein Problem? Bildschirmkabel prüfen. Auf einmal Signal abgebrochen. Witzig. Na komm, ey, wenn ich jetzt hier einfach mal klicke, mal sehen, ob er dann irgendwas wieder annimmt. Oder ob das jetzt das Problem ist, weil er kurz abgeschaltet hat. Wegen dem 3D-Modi. Die hätte ich ja nur gerne mal gesehen, die Tests. Aber er läuft noch. Also wir haben zwar hier keine... Nee, wir haben ja auch keine Status-LED. Stelle ich jetzt gerade mal so fest. Aber Strom ist ja noch drin. Komisches Ding. Ah, da, Ruhemodus wird aktiviert. Warum denn das? Macht doch keinen Ruhemodus an. Natürlich jetzt doof. Ja, brechen wir mal ganz kurz ab an der Stelle.